Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Tiny Tina's Wonderlands Video. Nachdem man jetzt schon so einige coole Dinge zum Spiel erfahren konnte, habe ich mir gedacht, schauen wir jetzt einmal ein paar Dinge genauer an, über die man bisher zwar wusste, aber nicht genau erfahren konnte, wie diese Dinge überhaupt ablaufen. Eins dieser Dinge sind zum Beispiel die Zufallsbegegnungen mit Gegnern auf der Oberwelt. Ist man auf der Oberwelt von Wonderlands unterwegs, findet man an vielen Stellen Bereiche, in denen das Gras höher gewachsen ist, als an den anderen Stellen des Gebiets. In diesen Bereichen könnt ihr auf zufällige Gegner treffen, die euch in einen Kampf verwickeln. Lauft ihr also durch das hohe Gras, kann es sein, dass ein Gegner erscheint, der euch entdeckt hat und der dann auf euch zuläuft. Hier habt ihr immer noch oft die Möglichkeit, vor diesem Gegner davonzulaufen und so dem Kampf zu entkommen, hat der Gegner euch aber erreicht, beginnt die Kampfsituation. Ihr befindet euch jetzt in einer Art Arena, in der ihr die Aufgabe habt, Gegner zu besiegen, um eine Fortschrittsleiste zu füllen. Habt ihr genug Gegner besiegt und somit die Leiste gefüllt, despawnen alle restlichen Gegner in der Arena und der Kampf gilt als erfolgreich abgeschlossen. Als Belohnung für diesen Kampf erscheint nun eine Truhe mit Beute, die ihr öffnen könnt, bevor ihr die Arena durch das gerade erschienene Portal wieder verlassen könnt. Bevor man die Arena verlässt, kann man sich nochmal ein wenig der von Gegnern gedroppten Munition und Knete einsacken, was nie wirklich verkehrt sein kann. Man muss bei diesen Begegnungen also nicht wie vielleicht von vielen Spielern angenommen gegen einen einzigen Gegner kämpfen, sondern gegen ein ganzes Gebiet an Gegnern. Die Arenen, in die ihr durch eure Begegnung geratet, sind immer unterschiedlich und auch die Gegner sind nicht immer dieselben. Findet ihr also Bereiche mit hohem Gras auf eurem Weg über die Oberwelt, überlegt euch gut, ob ihr den Weg durchs Gras nehmt oder euch doch lieber eine Abkürzung freischaltet, indem ihr einen Kronkorken auf dem Spielbrett umwerft. Braucht ihr aber noch ein paar Erfahrungspunkte extra und wollt noch Kohle, Munition und andere Beute mitnehmen, kann sich der Kampf mit einer Zufallsbegegnung lohnen. Das war's aber auch schon wieder mit diesem kleinen Video zu den Zufallskämpfen auf der Oberwelt von Wonderlands. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar ein Abo, um keine weiteren Videos rund um Borderlands und Wonderlands zu verpassen. Und damit sehen wir uns dann im nächsten Video. Passt auf euch auf und haut da rein!